Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Terraria. So, letzte Folge, ja, da hatten wir ja so zwei kleine Tode, wofür ich übrigens nichts kann, ne? Wir werden jetzt keine Bienenkönigin erstmal beschwören wieder. Wir machen heute was anderes. Das kommt mal eben hier zu Bienenkönigin-Zeugs. Schwerter kommen in die Schwerterkiste. Den behalten wir noch erstmal, vorsichtshalber. Das Blasrohr kann weg, ne? Ist ja leider ausgedient. Seile. Weiß ich noch nicht. Bomben können erstmal in die Kiste. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Bomben dabei habe. Dann mache ich noch irgendwas kaputt. Hier, guck mal. Da war noch irgendwo ein Stachel. Der muss da rein. Unsichtbarkeitstrank brauchen wir erstmal nicht. Einmal alles wegsortieren. Tränke waren hier. Erstmal alle Tränke loswerden. Fackeln zurück. Du kommst da rein. So, den auch erstmal weg. So, jetzt haben wir das Inventar quasi erstmal clear. So, davon nochmal drei beschwören eben. Wir brauchen davon Tränke, die sind wichtig. Gut, dann nehmen wir den auch nochmal mit, vorsichtshalber. So, und wir werden jetzt eine ganz bestimmte Sache machen. Manche von euch wissen schon, was es ist. Für die, die es noch nicht wissen, ich werde es nicht verraten. Aber wir werden jetzt gleich nochmal Spaß haben. Ich hoffe, ich bin dafür ausgerüstet. Aber ich denke mal schon. Und mal gucken, wie schwer es wird. Es ist halt echt dunkel, ne? Wenn das, Es ist halt echt dunkel, wenn, wenn ich diese Fackel nicht aufhab auf dem Kopf. Die haben einfach mal alle Piranhas zerlegt. Alle. Kampfarena zurück. Der Mut steht gerade sehr hoch. Okay, hier bin ich gestorben. Krass. So. Und dann würde ich mal sagen. Was ist denn mit Granja? Da werden wir jetzt nochmal Spaß haben. Da ist es ja. Hi, mein Freund. Macht halt nicht viel Schaden, ne? Wir können auch auf die unterste Ebene, ne? Das ist eigentlich der erste Gegner, den man besiegen sollte. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich dachte immer, die Bienenkönigin wäre die erste. Aber anscheinend ist das der erste Gegner. Und ich dachte mir, da wir die Bienenkönigin schon so gut gehauen haben. Also in Anführungsstrichen gut, ne? Ist das Ding kein Problem? Er rammt mich zwar ein bisschen, aber. Okay. Und jetzt will er mich fressen. Das machen meine Bienen für mich. Ja.
Problem. So, Erfolg. Mal gucken, was uns gegeben hat. Nur Puppe-Herz? Das ist alles? Ist was runtergefallen? Kann das sein? Der hat doch nicht nur Puppe-Herz gedroppt. Das wäre ein bisschen mager. Für einen Boss? Ja, im Regenschirm kann man nicht so viel machen. Gucken, Silber. Da liegen noch Herzen drin. Hier haben wir eine kurze Fackel. Die hat nur Kuchenherz gedroppt. Das ist ein bisschen mau, ne? Das ist ein bisschen mau. Da habe ich mir eigentlich mehr erwartet. Sehr viel mehr. Also ich sag mal so, da hat die Bienenkönigin mehr Spaß gemacht. Mal auffüllen. Ich frag mal, was ich mit dem Puppe jetzt machen kann. Okay, Goldbahn, Pupobahn. Mal gucken, vielleicht kann ich damit ja irgendwas machen. Vielleicht irgendwas Bestimmtes bauen oder so. Oh, okay. Da sieht doch noch was aus. Ja, das ist eine Arterie. Aber was kann ich da. Ja, egal. Blutschlachter. 22 Nahkampf. Ja, hier haben wir 26 drauf. Oh! Okay. Also das ist eine Angel. Das ist ein Bogen. Das ist, bin mir nicht ganz sicher. Axtkraft, das ist eine Axt. Machen wir einfach mal. Wenn es keine Axt ist, der Boss war ja nicht schwer. Der Boss war ja nicht schwer, dann können wir ihn nochmal eben einhauen. Ah ja, hier ist es dunkel, ne? Ja gut, das ist halt eine bessere Axt. Gut, wir klatschen den Boss weg für eine bessere Axt. Klar. Bitte stürzt noch weiter weg ab. Ja gut, dann hat uns das gar nichts gebracht, dass wir den gemacht haben, den Boss. Dann würde ich vorschlagen, wir suchen nochmal einen Untergrund auf, damit wir da ein bisschen Spaß haben können. Wie sah das hier aus? Kamen wir da irgendwo weiter? Ne, das sieht nach einem geschlossenen System aus. Das ist auch relativ geschlossen. Da habe ich halt nicht alles erkundet, ne? Gerade hier so die Ecke. Da werde ich mal eben hinsteppen. Da komme ich jetzt selber nicht raus, oder was? So. Ja, 150 Zombies. Haben wir gerade jetzt die 100-Marke geschafft? Die Viecher, die sind einfach ultra cool. Die schießen einfach alles weg. Stern einsammeln. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Sterne ich einsammeln kann überhaupt.
brauche ich eigentlich, damit ich so ein... Keine Ahnung. Ist mir egal. Erstmal weiter. Wir gehen jetzt in den Untergrund. Ja. Fackel haben wir jetzt immer dabei. Da wurde es mal eben kurz dunkel. Also Problem haben wir jetzt so nicht mehr, ne? Zumindest nicht mehr mit Zombies. Und nicht mit diesem kleinen Zeugs. Weil das machen die Westen für uns, die Hornissen. Kampfkrieg. Hier wird es dann mehrere werden, dann kommen sie mal durch, aber... Mal gucken, welche Richtung. Immer mit der Ruhe, wir haben Zeit. Auf geht's. Wolfram sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Ist gar nicht so unwichtig. Jetzt wird es gerade dunkel. Und da wird es wieder hell. Ja, so. Das ist chillig, wir müssen uns halt um gar nichts kümmern. Okay, hier, hier und da mal. Runterfallen auch überhaupt gar kein Problem mehr. Oh, hier war eine Truhe. Was war denn da drin? Kohle. Dankeschön. Jetzt mal eine Frage. Wohin müssen wir? Nach links gleich. Attacke! Kämpf für mich! Klären das halt alle, ne? Ich weiß, warum die Viecher so lang werden können. Ich muss aber nach links, ne? Hier. Okay. Da wäre eine Falle. Bin ich denn doch richtig? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja gut, doch, weiter nach links und dann... Jetzt ertrink ich? Nee. Lernen halt alles, ne? So, ausleuchten. So, da muss ich sogar runter. Krass. So. So. Und hier geht's dann weiter für mich. Ich sag mal, das ist Marmor. Was ist das denn hier? Rubin, ja, gerne, danke. Nehme ich auch mit. Ich wollte gerade sagen, irgendwo ist hier so ein ekliger Wurm. Okay, da ist jetzt erstmal nichts Großartiges.
geht's halt, oder? Ziemlich was ausgeleuchtet werden müsste. Aber ich komme hier leider nicht überall hin. Unten ist Wasser, ich will jetzt nicht. Oh, oder die leuchten schon. Warte mal, ich hab hier. Die Viecher sind einfach genial. Die sind einfach genial. Die klären das alles. So. Aha. Interessant. Nein, das wollte ich nicht machen. Das wollte ich mal. Guck mal, hier ist nämlich noch ein Diamant. Nee, irgendwas anderes. Aha. Leute, wieso schießt das Ding nicht auf? Wieso schießt das Ding auf mich, aber ich nicht zurück? So, geht auf. So, und hier sind wir nämlich wieder auf der anderen Seite. Alles klar. Schön, dass wir das geklärt haben. Da sind wir jetzt quasi einmal rumgelaufen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ich spare jetzt ein paar Blätter hier. Dann machen wir nur jeden zweiten. Okay. Oh, darum geht es halt noch weiter, ne? Wir machen da unten den Rest. Ich habe keine Fackeln mehr. Okay, dann haben wir jetzt langsam Zeit. Tut mir echt weh, aber einer von euch ist leider. Gehen. Sonst sehe ich nämlich nichts. Gut, aber zwei kämpfen trotzdem weiter. Und wir haben hier kleine Behausung gefunden. Haben wir Fackeln? Nee, leider nicht. Aber dafür Gold. Teleportiert dich an einen zufälligen Ort. Ein Teleporttrank. Was? Nehme ich mit. Schätze Erze, Sandpfeil, Goldbahn. Narrenpfeile. Oh, noch so ein Boomerang, warte mal. 8 Schaden, 15 Schaden. Nein, mein Boomerang ist besser. Weg hier. Ah. Immer mit so kleinen Krabben umtreiben muss, ne? So, weiter geht's. Wie gesagt, sind jetzt leider nur noch zwei. Das heißt, ich muss selber ein bisschen mitarbeiten. Oh, ich habe auch viel Fackeln gefunden. Frage ist, worum geht's da? Es sieht gleich dunkel aus. Ja, und da liegt einfach mal ein Kompass. Und da liegt einfach mal ein Herz. Also, das liegt ja nicht, aber. So, mein Herz. Danke dafür. So, da ist nochmal eine feindliche Hornisse. Eine Nymphe. Ist das gut oder schlecht? Also ich glaube, sie ist feindlich.
Oh, das kam Erfolg. Ich habe eine Lüfte platt gemacht. Was hat die denn gedacht? Metalldetektor. Ausrüstbar. Zeigt das wertvollste Erz um dich herum an. Höhe brauche ich jetzt nicht. Ja, wo wird mir das jetzt angezeigt? Oh, was war das? Na gut, erstmal egal, ist es tot. Wow, alles klar, da wäre ich fast reingejumpt. Hier ist einfach mal Lava. Oh. Ja gut, da ist noch so eine Schicht vor. Oh je, und ich bin fast reingefallen. Okay. Lava kann halt problematisch werden. Ich sollte vielleicht auch nicht so nah dran stehen, wenn ich hier beschossen werde. Ich kann auch gar nicht so aufsammeln, sehe ich gerade. Nachtsichthelm, aber ich glaube nicht, dass das so gut ist. Warte mal, ist der Nachtsichthelm besser als die andere Lampe? Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen. Hier ist die Höhle aber auch schon vorbei, ne? Hier geht's halt nicht mehr weiter. Sind hier noch feindliche Bienen anscheinend? Anscheinend sind hier echt noch Feinde. Gut, ich werde mich aber jetzt auch gegen Hause machen. Weil, ja, ich hab. Oh, doch, warte mal, ich hab noch einen Platz im Inventar. Ah, ich werde trotzdem auf den Weg nach Hause. So, dann will ich mal gucken. Ich habe hier nämlich einige Sachen, die ich gar nicht kenne. Die Zombie-Banner. Okay, interessant. Kompass, ja gut, weiß ich. Davon habe ich zwei übrigens mittlerweile. Zeigt die horizontale Position, zeigt auch die horizontale, also gleich. Dschungelfledermaus-Banner. Violette Hülse. Okay. Ist halt alles nicht so, was mich übelst froh macht, ne? Piranha-Banner, ja toll. Was hat dieses Nymphenviech nochmal gedroppt? Dafür gab es ja einen Erfolg. Stimmt. Das war das mit den Erzen. Aber. Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, zeigt das wertvollste Erz um dich herum. Ja. Na, gucken wir jetzt nochmal eben schnell. Falsch reingefallen. Müsste es da nicht das Erz zeigen? Hier in der Nähe? Und wenn ja, warum tut es das nicht? Und warum liegt hier überall Geld rum? Geh nochmal eben schnell in die Höhle hier rein. So, ja klar, da ist Erz, das sehe ich. Wolfram in der Nähe. Ach, jetzt steht da Wolfram in der Nähe gefunden.
Ah, okay. Okay, da ist Eisen in der Nähe, hier ist Wolfram in der Nähe. Da müsste ich jetzt in die Richtung hier laufen. Stell ich fest, dass ein Pfau kuckelt ist. Truhe in der Nähe gefunden? Hier ist doch keine Truhe. West? Ost? Unter mir vielleicht? Warte mal. Egal, das finden wir in der nächsten Folge raus. Leute, das war's erstmal. Und bis zur nächsten Folge Terraria. Macht's gut!